stehen heute hier, weil die Gefahr der Verbauung des Fohlenhofareals im Akademiepark droht. Wir haben dann als Interessensgemeinschaft Gespräche mit der Stadtregierung aufgenommen. Es wurde uns kommuniziert, dass an der Umwidmung festgehalten werden soll. Die Ziele lassen sich kurz zusammenfassen. Das Stoppen, Halten, Ermöglichen, Ideen finden, Zeit geben für den Stadtentwicklungsplan 2030. Wir stehen vor einer Weichenstellung. Oder geht es hier nur um schnelles Geld? Denn es glaubt wohl kaum jemand, dass das Ende der Zerstückelung wäre. Die Stadt wächst. Aber weil sie wächst, braucht sie aus unserer Sicht mehr Erholungsraum. Stopp der Umwidmung und Nachdenkpause. Wenn einmal auf Bauland umgewidmet, wird die Einbindung der Bürger und Bürgerinnen in den Stadtentwicklungsplan zur Augenauswischerei. Wenn umgewidmet, stehen Tür und Tor offen für eine Verscherbelung. Wenn umgewidmet, ist es ein Dammbruch für eine zukünftige weitere Zerstückelung des Parks. Und ich bin hier, weil mir Naturschutzfragen sehr am Herzen liegen. Und große alte Bäume mit ihren vielen Höhlen bieten einer Vielzahl von Tieren Lebensraum. Und aufgrund der Kündigung haben wir die Förderung für unseren Seminargarten verloren. Zur gleichen Zeit, letztes Jahr, die Stadt Wiener Neustadt die Natur im Garten Gemeindeplakette bekommen. Eigentlich heißt es in den Statuten für eine Natur im Garten Gemeinde aber auch, dass sie Initiativen unterstützen sollte, fördern sollte. Unsere Bäume und Gärten sollen nicht weichen, es muss doch einmal mit dem Verbauen reichen. Ein Thema ist der Mensch als solches, wir sind alle Menschen, wir haben Bedürfnisse. Wir dann in einigen Jahrzehnten eine große Bevölkerung haben und wir finden keinen Rückzugsraum mehr in dieser Qualität, heißt es, dass die zwischenmenschlichen Prozesse heißer laufen. Und dann findet man vielleicht bei den Menschen die Schuld und schon haben wir eine Situation, die wir nicht wollen.